Ja, herzlich willkommen zur virtuellen Pressekonferenz von Holstein Kiel vor unserem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue. Das Spiel beginnt am Samstag um 13.30 Uhr. Ich begrüße unseren Trainer Ole Werner. Ole, wie sieht's aus personell? Ja, vielen Dank, Per. Hallo von meiner Seite. Ja, personell habe ich ein bisschen was mitgebracht. Wird so sein, dass Ahmed Arslan und Marco Komenda aus bekannten Gründen weiter ausfallen werden, sicher. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Fragezeichen auf beiden Außenverteidigerpositionen, so dass Mikkel jetzt wieder im Training ist, allerdings Anfang der Woche noch Probleme hatte. Jojo heute das erste Mal laufen war nach Magen-Darm. Und auf der rechten Seite ist es so, dass Julian Korb und Phil Neumann, nachdem sie anfangs der Woche ausgesetzt haben, im Training wieder im Mannschaftstraining stehen. Beide Stand heute auch einsatzbereit sein werden. Darüber hinaus ist es so, dass hier jetzt der Feueralarm losgeht, aber darüber hinaus ist es so, dass Thomas Dehne Rückenprobleme hat. Da werden wir morgen auch gucken müssen, ob es reicht. Und Steven Skripski, Louis Holtby, beide heute auch nicht im Training gewesen als Vorsichtsmaßnahmen. Da gehen wir auch davon aus, dass es dann allerdings morgen wieder reicht. Aber auch das ist noch mit einem Fragezeichen versehen. Ja, wir hören den Alarm im Hintergrund. Also von daher hoffe, dass das nicht so rüberkommt, aber dann könnt ihr eure Fragen stellen. Bitte, wir starten mit Andreas Geidel. Ja, hört man mich? Ja. Wunderbar. Moin Ole. Moin. Jetzt der Punktgewinn in Düsseldorf, hat das für merklich neues Selbstvertrauen in der Trainingswoche gegeben oder war das ähnlich wie in der vergangenen Woche? Ich glaube, jetzt weniger der Punkt als die Leistung hat uns schon das Gefühl gegeben, dass wir auf etwas aufbauen können und dass wir insgesamt einen Schritt nach vorne gemacht haben in der letzten Woche. Aber die Situation ist im Großen und Ganzen für uns unverändert, auch nach dem Punktgewinn. Und es geht natürlich für uns darum, jetzt auch vor der Länderspielpause entsprechend nachzulegen mit einer guten Leistung und auch mit Punkten. Aber dennoch ist es so, dass sicherlich die Leistung in Düsseldorf auch in der internen Analyse doch als positiv gesehen wurde. Ja, die nächste Frage kommt dann von Mike Brockstedt. Ja, moin in die Runde, moin Ole. Du hast es eben schon angesprochen, insgesamt eine runde Leistung auch gegen Düsseldorf, wirkte auch auf die Zuschauer sehr gut. Man hat eine geschlossene Mannschaftsleistung gesehen, fand ich zumindest. Woran habt ihr jetzt diese Woche gearbeitet? Waren da jetzt noch ein paar Feinheiten hinten in der Abwehr mit dabei? Man hat ja leider wieder zwei Tore auch kassiert, aber immerhin auch zwei geschossen. Ja, gut, es ist so, dass wir relativ viel diese Woche dann uns auch auf das Spiel eingestellt haben, das jetzt auf uns wartet, weil das von der Art und Weise, wie Aue spielt, mit vielen langen Bällen, viel auf zweite Bälle gehend, dann eine Umstellung ist auch zu den Gegnern, die wir bisher hatten, auch etwas ist, auf das du dich gesondert einstellen musst. Das war diese Woche dann vor allem Schwerpunkt auch, sich darauf einzustellen. Und darüber hinaus ist es so, dass wir ganz normal unsere Themen auch gerade zu Anfang der Woche hatten, was dann viele kleine Spielformen angeht, Zweikampfverhalten angeht, einfach die Bereiche, in denen wir uns nach wie vor steigern können und steigern müssen. Und das war diese Woche Schwerpunkt. Ja, dann die nächste Frage von Stefan Flom, bitte. Also Audio-Einknopf gefunden. Sie haben es eben schon angedeutet, Aue, lange Bälle, zweite Bälle. Wie charakterisieren Sie die Mannschaft denn sonst so? Ja, das Aue. Ja, das, was ich gerade gesagt habe, ist schon relativ charakteristisch. Ist eben eine Mannschaft, die ja sehr zielstrebig spielt, sich ja vermeintlich, sage ich jetzt mal, einfacher Mittel bedient, was die langen Bälle angeht, aber dann eben sehr, sehr gutes Spiel auf diese zweiten Bälle hat, sehr, sehr gute tiefe Laufwege hat und ansonsten eben halt auch auf unterschiedlichen Höhen zwar, aber jetzt auch, das zeigen ja auch die Ergebnisse an sich, immer eine Mannschaft, die sehr, sehr kompakt verteidigt, viel nach vorne verteidigt, wo es einfach für uns darum geht, dann auch gerade nach Ballgewinnen Gegenpressing zu überspielen, um dann auch Räume für uns zu öffnen. Und das sind sicherlich so die Aufgaben, die auf uns zukommen. Also insgesamt wird es ein sehr, sehr intensives Spiel werden. Ja, dann Marc Kramhöft. So, moin in die Runde. Eben schon angesprochen, vor der Länderspielpause. Sagt man da, wir wollen jetzt auf keinen Fall irgendwie im Tabellenkeller da stehen, auf dem letzten Platz? Oder ist es, wie es immer so gerne ist, Tabelle spielt frühestens irgendwie ab der Rückrunde eine Rolle?
Na, ich glaube, dass es schon wichtig ist, für uns zu punkten am Samstag, um eben halt auch die Entwicklung, die wir zwar auf dem Trainingsplatz sehen, die wir auch in Düsseldorf gesehen haben, dann aber auch in der Tabelle wiederzufinden. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig für uns, da auch für Bestätigung, sichtbare Bestätigung zu sorgen. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du in der Tabelle oben stehst, wo du tatsächlich nicht allzu sehr darauf achten musst. Aber ich glaube, wenn du einen Punkt nach vier Spielen hast, musst du schon gucken, dass du auch Zählbares eben auf die Tabelle oder ins Tabellenbild bekommst. Das ist, glaube ich, ganz klar. Und insofern ist es schon ein sehr wichtiges Spiel am Samstag für uns im Hinblick auf das, was dann eben halt auch in der Länderspielpause passiert. Ja, gibt es weitere Fragen aus der Runde? Dann bitte ich um das virtuelle Handzeichen. Mike Brock steht. Jetzt hast du im letzten Spiel doch relativ spät gebracht, wird da sicherlich auch seine verständlichen Gründe gehabt haben. Ist er jetzt vielleicht schon ein Kandidat für die Startelf oder sagst du, da müssen wir nochmal schauen, wahrscheinlich doch auch eher wieder von der Bank? Ja, will ich mich heute noch nicht festlegen. Ich habe das ja eingangs aufgezählt, wer alles dann wie pausieren musste diese Woche. Insofern ja, wenig zufriedenstellend, was das Thema angeht. Aber es ist eben so, wie es ist. Und auch Luis gehört eben zu denen, die jetzt nicht jede Einheit mitgemacht haben. Wie gesagt, ich werde mir das morgen anschauen, wer welchen Zustand dann auch final hat. Werde die Eindrücke aus der Trainingswoche, aus den letzten Wochen, aus dem letzten Spiel mit einfließen lassen. Und dann werde ich mich für eine Startelf entscheiden. Ja, die nächste Frage, Andreas Geidel, bitte. Ole, was plagen denn Holtby und Skripski? Das ist die erste Teil meiner Frage. Und zweiter Teil ist, ihr hattet jetzt in Düsseldorf das erste Mal nach den drei Niederlagen zuvor, wo ihr immer zum Teil deutlich mehr Ballbesitz hattet, nur 40% Ballbesitz. Lag vielleicht auch an der tieferen Grundordnung. Ist das jetzt gegen Aue eine strategische Option, wieder etwas tiefer zu stehen in der Grundordnung? Oder planst du dafür das Heimspiel gegen Aue ein bisschen was anderes? Ja, bei Steven und bei Luis, wie gesagt, sind jetzt keine schwerwiegenden Dinge. Aber beide haben ja an unterschiedlichen Stellen muskuläre Probleme jetzt gehabt aus der Einheit am Dienstag heraus und waren insofern jetzt gestern noch mit auf dem Platz, aber heute haben wir eben aus Vorsichtsgründen dann beide rausgenommen. Ansonsten, ja, es ist schon eine Option, auch da variabel zu sein. Trotzdem musst du immer gucken, auch was für Stärken hat der Gegner, wie spielt ein Gegner. Gegen Düsseldorf hat sich das aus unterschiedlichsten Gründen angeboten, tiefer zu stehen. Sicherlich ist es dann auch so, dass du weniger den Ball hast, dass du dafür deutlich mehr dann auch um den Strafraum herum verteidigen musst. Da muss man sich fragen, ob das gegen Auge sinnvoll ist. Das sind eben Fragen, die wir für uns beantworten. Und darüber hinaus ist es dann eben halt auch so, wie du gesagt hast, was den Ballbesitz angeht. Da spielt dann auch häufig der Spielverlauf eine Rolle, wenn du in Führung gehst, ja, dann haben eben Mannschaften dann auch die Option, vielleicht ein bisschen tiefer zu stehen, eben halt auch auf Räume zu warten. Das war in Düsseldorf ja nun zweimal für uns der Fall und insofern ist auch das sicherlich dann ein Grund für diese Statistik. Ja, dann weitere Fragen aus der Runde. Wie immer das virtuelle Handzeichen dann bitte. Ja, Marc Kramhöft, einmal bitte. Wir wissen ja, was bei Personalfragen normalerweise so rauskommt. Deshalb frage ich mal so, das Mittelfeld hat mir jetzt vergangene Woche auch sehr gut gefallen, zumindest besser als vorher, mit Marcel Benger auf der 6 und auch Finn Bartels im Zentrum, der ja irgendwie immer eine Lösung hat. Gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man darauf wieder zurückgreift, auch Finn Bartels vom Flügel wegzuholen, um ihn mit seiner Ballsicherheit auch ins Zentrum zu stellen? Ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt es für alles. Es ne? Ist immer die Frage, wie groß die ausfällt. Auch da haben wir mehrere Optionen. Auch da wird es drauf ankommen, welche Spieler stehen wie zur Verfügung. So wie ich es gerade gesagt habe, die Liste derer, bei denen wir morgen erstmal gucken müssen, wie es aussieht, ist relativ lang. Und dann werden wir eine Entscheidung treffen. Aber klar ist auch, dass das eine Option für uns sein kann, Finn auch im Zentrum wieder aufzubieten, auch Marcel wieder aufzubieten. Aber kann auch sein, dass Paddy Erras spielt oder dass im Zentrum eine andere Lösung gefunden wird, Finn vielleicht eher über außen kommt. Natürlich habe ich diese Dinge im Kopf. Natürlich sind die Dinge auch bei uns im Trainerteam präsent und werden diskutiert. Vieles hängt eben, wie gesagt, erstmal auch vom Personal ab, das zur Verfügung steht. Welche Wechsel ergeben sich daraus in einem Spiel, das intensiv wird? Und all diese Dinge
muss man einfließen lassen. Insofern, das merkst du schon, es ist ein bisschen komplexer, als nur zu gucken, was letztes Spiel gut funktioniert hat. Und diese Komplexität wollen wir dann für uns richtig beantworten. Das werden wir dann abschließend morgen erst können. Ja, die nächste Frage dann bitte von Andreas Geidel. Ole, du hast letztes Spiel, ist gerade das richtige Stichwort. Ihr seid in den ersten drei Spielen jeweils etwas mehr als 110 Kilometer gelaufen. Im letzten Spiel als Mannschaft 121 Kilometer. Und jetzt weiß ich, dass das natürlich nicht zwangsläufig eine Signifikanz oder eine Kausalität herstellt zwischen positivem Ergebnis und Laufleistung. Trotzdem ist natürlich der Unterschied schon einigermaßen gravierend. Kriegt man das jetzt auch gebacken? Natürlich muss man mehr laufen, wenn der Gegner mehr Ballbesitz hat, das ist schon klar. Aber ist das vielleicht auch mal ein Ansatz, irgendwie Ballbesitz und so eine große Laufleistung miteinander zu kombinieren? Naja, in Düsseldorf ist auch der Gegner mehr gelaufen als wir. Das heißt einfach, dass das Spiel relativ schnell war und eben viele Räume geschlossen werden mussten. Also wir hatten weniger Ballbesitz, sind trotzdem weniger gelaufen als der Gegner und haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht. Also Laufleistung hat tatsächlich 0,0 Korrelation mit Erfolg oder Nicht-Erfolg in einem Fußballspiel. Ist im Endeffekt eine völlige Blödsinnsstatistik, außer dass ich darüber die Leistung in der Trainingswoche entsprechend steuern kann oder eben die individuelle Belastung dann entsprechend anpassen kann an Laufleistung der Spieler. Die Frage ist, oder warum laufen wir weniger als die Gegner? In der Regel, weil wir, ja, auch wenn die Ergebnisse dieses Jahr nicht in die richtige Richtung bislang gezeigt haben, aber besser organisiert sind oder gut organisiert sind, sagen wir es mal so. Und insofern ist auch das wieder der Schlüssel, das hinzubekommen. Und wie gesagt, die Laufleistung ist mir da vollkommen egal. Was wir wissen müssen, ist, dass wir entsprechend viel laufen werden im nächsten Spiel, ja, weil das Spiel wird wieder hektisch werden, das Spiel wird wieder intensiv werden. Das ist einfach die Spielweise von Aue, die dazu führt. Und für uns wird es wichtig sein, dass aber auch in gewissen Phasen, so wie du es gerade angedeutet hast, eben halt auch Ballbesitz da ist, auch Ruhe ins Spiel kommt, auch Struktur ins Spiel kommt, weil das ist, was wir im Endeffekt gut können. Und insofern, ja, werden wir viel laufen müssen, ob wir mehr laufen müssen, ob es am Ende 120 Kilometer sind oder 110 Kilometer, wird nicht entscheidend sein. Wichtig ist, dass wir 5 Euro ins Phrasenschwein, ja, die richtigen Wege laufen und nicht unbedingt die meisten. Gut, weitere Fragen aus der Runde, dann bitte das virtuelle Handzeichen. Das scheint soweit nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für die Teilnahme an der Pressekonferenz und sage Tschüss aus dem Holstein-Stadion. Tschüss.